heute grüße ich dich zu Furchtlöscher. Manche Leute denken, nur weil ich ein geistliches Amt habe, weil ich Pastor bin, muss ich ein ganz entspanntes, glückliches Leben führen. Bei dem läuft immer alles gut, hat mal jemand gesagt. Nein, auch ich habe mit einer Menge Angriffen zu kämpfen. Attacken auf meine Person, Zweifel an meiner Identität. Wer bin ich? Mache ich das, was ich tue, wirklich im Willen Gottes? Und so weiter. Typische Gedankenanfechtung. Wir erleben gerade, dass in unserer Zeit die Zahlen über depressive und angstbesetzte Menschen durch die Decke schießen. Es geschieht irgendwas Beängstigendes in unserer Gesellschaft, das uns unter so eine Glocke von Furcht bringen will. Uns hat man erzählt, du kannst alles tun und sein, was du willst. Und wir merken, das ist eine Illusion, das ist ein völlig ungesunder Lebensstil und das stimmt auch überhaupt nicht. Nein, du kannst nicht alles tun, was du willst, sondern wir merken, jeder von uns ist einzigartig. Wie heißt es in diesem Kinderlied? Ein originelles Original. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Jede Person hat Begabung, Berufung, aber auch Begrenzung. Deine Stärken sind oft auch deine Schwächen. Nur wenn wir in unserer Bestimmung leben, können wir Zufriedenheit erlangen. Tust du gerade, wozu Gott dich berufen hat? Eine wichtige Lebenslektion ist, lerne du zu sein. Einzig, aber nicht unbedingt artig, sondern mutig, das Leben zu gestalten. Spürst du Leidenschaft und Lebendigkeit in dem, was du gerade tust? Ich will dich trösten, wenn du auch mit Momenten der Unsicherheit und Gefühlen der Angst kämpfst, das ist ganz normal. Ich habe Pastorenkollegen, die mir erzählen, in meiner Kirche läuft alles gut, meine Frau ist zufrieden, auch mit den Kindern läuft es ordentlich und trotzdem kämpfe ich mit Gefühlen von Minderwertigkeit. Auch wenn die Leute um mich herum sagen, dass ich meinen Job gut mache, trotzdem fühle ich meine Unzulänglichkeiten. Ja, und das ist normal. Aber eine der wichtigsten Lebenslektionen, die wir lernen dürfen, ist, der Wert, den wir haben, liegt nicht in uns selber und auch nicht in dem, was wir leisten, sondern der Wert liegt darin, dass wir Kinder Gottes sind. Gott spricht uns den Wert zu. Gottes Liebe macht uns wertvoll. Wie Gott dich sieht, das ist der entscheidende Moment. Was er über dich spricht, das darfst und sollst du übernehmen. Das bringt Freude und Begeisterung in dein Leben. Jesus brauchte das, dass er hörte, wie der Vater zu ihm sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen und wir brauchen das auch. Paulus schreibt das so großartig in Philipper 4, Vers 13 und sagt, ich vermag alles. Warum? Durch den, der mich dazu befähigt, der Herr Jesus Christus. Ihr lieben Freunde, das ist das Geheimnis. Ich bin befähigt durch Jesus Christus. Und das macht in meinem Leben den Unterschied. Das macht mich kühn und mutig. Das lässt mich das Leben anpacken. Als Sarah diese Wahrheit ergreifen konnte, wurde sie mit 90 Jahren endlich Mutter. Als Gideon diese Wahrheit ergreifen konnte, besiegte er mit 300 Mann eine Armee von 132.000. Als David diese Wahrheit ergriff, wurde er vom Hirtenjungen zum Riesentöter. Als Petrus diese Wahrheit ergreifen konnte, wurde er vom Verleugner zum Apostel. Als Jesus diese Wahrheit ergriff, weil er die Worte Gottes hörte, du bist mein geliebter Sohn, da begann er seinen Dienst und Zeichen und Wunder folgten. Als die Nonne Mutter Teresa diese Worte begriff, wurde aus einer simplen Frau eine weltweite Mutter der Nächstenliebe. Als Martin Luther King diese Wahrheit begriff, wurde aus einem einfachen Südstaatenprediger ein Volksbefreier und ein Friedensnobelpreisträger
wenn du diese Wahrheit begreifst, dass Gott für dich ist, dass er dich befähigt, hey, dann kann sich alles in deinem Leben verändern. Verbringe heute einige Augenblicke betend mit diesem Wort aus Jesaja 45, Vers 4. Da sagt Gott, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nimm dir heute Zeit und bete darüber und sage, Herr, wie siehst du mich? Und ich bin ganz sicher, Gott wird dir zeigen, wie wertvoll und bedeutsam du für ihn bist. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis der Zufriedenheit. Das führt uns in diese innere Ruhe. Von Gott geliebt, das ist der Schlüssel. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unseren Furchtlöscher-Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.